die erforderlichen Maße bzw. das Gewicht unterschreitet, bekommen Ich wusste gar nicht, dass wir noch Fanfare haben, um den Finalkampf anzukündigen. Aber jetzt kann er sicherlich beginnen. Nun beginnt der Finalkampf zwischen Laura Chiesa aus Italien und Oksana Yamakova aus Estland. Alle. Der Kampfrichter ist ein Georgier. Und wieder immer das Eisen versucht und die Italienerin geht mit 1-0 in Führung. Sie bekommt das Eisen und es geht hin und her, Schlagabtausch, und als letzter ist die Italienerin der Sieger. Sie geht mit 1-0 in Führung. Wird dieses Gefecht auch wieder über 3 Gefechte gehen? Das ist die Frage. Jetzt gleicht Yamakova aus mit einem Zwischenstoß. Und hier der italienische Betreuer, er versucht noch letzte Anweisungen zu geben. Und eine Parade, Riposte von Oksana Yamakova. Sie führt 2-1. Es ist wieder die Phase, wo die Gegnerinnen sich versuchen abzutasten und eine freie Blöße zu erspähen, um dann einen erfolgreichen Angriff zu starten. Und jetzt gelingt es Yamakova. Sie geht mit 3-1 in Führung. Und jetzt ein Doppeltreffer. Beide Fechterinnen greifen an und beide treffen. 4-2 für Oksana Yamakova. Und jetzt der Angriff wieder der Italienerin. Sie versucht immer das Eisen zu nehmen und dann irgendwo am Arm oder am Körper ihre Gegnerin zu treffen. Sie verkürzt auf 4-3. Und jetzt eine Paraderiposte. 5-3 gewinnt das erste Gefecht Oksana Yamakova. Gewinnt sie das erste Gefecht mit 5-3. Und jetzt haben beide Fechterinnen wieder eine kurze Pause. Sie können sich wieder vorbereiten. Jetzt sehen wir die letzte Aktion, die Italiener greift an, die Estländerin pariert das Eisen und trifft ihre Gegnerin auf dem Rücken. Es war ganz deutlich zu sehen, wie der Stoß auf dem Rücken aufkam. Und schon geht es los ins zweite Gefecht. Dieses Gefecht ist weniger von Taktik geprägt. Es versucht wiederum hier auch irgendeine Fechterin ihr Glück mit dem Angriff. Einmal ist es die Italienerin, einmal die Estländerin. Immer nur eine kurze Vorbereitungsphase und dann der Angriffsversuch. Das ist auch für die Zuschauer interessanter. Und wieder eine Paraderiposte. Sie kommt immer auf eine Einladung. In dem Fall ist es die Six-Einladung. Und die Estländerin pariert und setzt sofort die Riposte auf den Oberarm. Es ist auch für die Zuschauer viel interessanter, wenn viel mehr passiert, wenn sie nicht nur stehen und sich nur abtasten. Es ist viel schöner anzusehen, wenn irgendjemand etwas wagt. Und jetzt wieder eine Paraderiposte. 2-0. Ja, das erste Gefecht, das eine klare Angelegenheit ist.
Und hier der italienische Betreuer ist ein bisschen verzweifelt. Er versucht, letzte Anweisungen zu geben. Und wieder die kurze Phase der Vorbereitung. Und dann kommt ein Angriff. Und jetzt gelingt es der Italienerin mit einem langen Angriff. 2:1. Sie verkürzt auf 2:1. Angab. Et tu prêt? Alle. Und ein schöner Zwischenschuss in der Italienerin. Es steht 2:2. Die Jermakova versucht einen Angriff, doch in diese Vorbereitung kommt der Gegenangriff der Italienerin. 2:2. Und jetzt wieder in das Vorgehen Italienerin. Der Gegenangriff von Jermakova. Sie führt 3:2. Alle. Und jetzt Körper an Körper, da unterbricht der Kampfrichter das Gefecht. Körper an Körper, deswegen hat der Obmann Halt gesagt. Die Estländerin hat einen leichten Schlag aufs Kinn bekommen, aber es ist nicht weiter schlimm. Sie kann das Gefecht sofort fortsetzen. Und wieder ein Doppeltreffer. 4:3 für Oksana Jermakova. Hier fehlt ihr ein Treffer, um den Titel der neuen Weltmeisterin zu erreichen. Und es gelingt ihr mit einer wunderschönen Paradeposte. Wir haben die neue Weltmeisterin in der diesjährigen Weltmeisterschaft. Es ist Oksana Jermakova aus Estland. Die Überraschung heutigen Abends. Wir freuen uns für Sie. Herzlichen Glückwunsch. Ich freue mich, dass Sie heute Abend zugeschaut haben und hoffe, Sie morgen Abend wiederzusehen. Es wird mein Kollege Thomas Endres das Damenfinale übertragen für Sie. Und wir können uns, wenn Sie Lust haben, am Samstagabend wiedersehen und wieder hören. Bis dahin alles Gute und ich hoffe, Sie bleiben dem Fechtsport etwas treu. Tschüss, bis demnächst. Hier wird die Fechterin nochmal hochgeworfen. Alle freuen sich mit ihr. Die kleine Mannschaft aus Estland. Nochmal den letzten Treffer. Rechts greift. Und eine Paradeposte wiederum auf den Rücken. Ja, meine Damen und Herren, auch solche Szenen gehören natürlich dazu und sie sind herzerfrischend. Sicherlich ein freundlicher Applaus noch einmal für und die sehen, neue sie Weltmeisterin. Die neue Weltmeisterin. Sie ist überglücklich. Man sieht es, obwohl sie die Maske noch auf dem Kopf hat. Dieses Finale schließt sich nun die Siegerehrung an und wir bitten Sie, doch noch so lange auf den Plätzen zu verweilen, damit wir auch diese Siegerehrung in einem würdigen Rahmen vonstatten gehen lassen können. Ich möchte mich nochmal bei Ihnen verabschieden und würde mich freuen, Sie am Samstag wieder zu hören. Tschüss, bis demnächst.